So, das hält sich gewichtstechnisch dann auch ziemlich in der Mitte. Und jetzt gucken wir mal, ich bin mal gespannt. Wenn wir das Ding jetzt hier nach Minmus verschiffen, haben wir eine geschmeidige Thrust-Weight-Ratio von 18,65 und eine Delta-V von 257. Das ist tatsächlich gar nicht so gut. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das ist selbst für. Das ist selbst für Minmus ein bisschen optimistisch gerechnet. Das ist selbst für Minmus ein bisschen optimistisch. Ich glaube, wir brauchen so 240 oder sowas. Gib mir einen kurzen Moment. Das ist ein bisschen knapp, ne? Okay, aber wir müssen nicht mit den VTOL-Engines arbeiten. Keiner hat gesagt, dass wir das müssen. Wir können mit was Effizienterem arbeiten. Wait, wait, wait. Zack. Das Zeug hätte ich da schon wieder gerne. So, also nehmen wir das mal weg. Dann nehmen wir doch einfach mal die Kollegen hier. Weil wir brauchen auch bei weitem nicht so viel Schub. Dann hätte man natürlich auch den Vorteil, dass der Kram hier sofort mittig wäre. Was die ganze Sache ein bisschen angenehmer zu bauen an Rakete macht. So. Ihr wisst ja, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Aber dann können wir nämlich wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand etwas sehr viel Effizienteres gestalten. Nämlich. Wo sind sie denn? Könnten sogar Structurals nehmen, oder? Die sind ein bisschen groß. Aber gehen würden sie. Dann nehme ich lieber die Tanks. So, mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Erstmal funktioniert gar nichts, weil ich es nicht in die richtige Richtung drehe. Zack. So, jetzt nochmal. So. So wollte ich. Jetzt noch so rum, dass man es. Jawohl. Und der gleiche Spaß nochmal hier oben. Zack. So, dann gibt es Fuel Pipes. Die verstecken wir dann aber nachher. Und zwar von hier nach hier. Wait. Ja, die Symmetrie war nicht so gut. Also keine Symmetrie. Das machen wir jetzt mal schön per Hand. Zack. Zack. Dittittittitt. Zack. Zack. Und dann können wir hier nämlich die kleinen Terrier nehmen. Die sind nämlich eigentlich auch ganz gut von der Effizienz als auch vom Gimbal her. Damit müssten wir ganz gut arbeiten können. Dann haben wir nämlich 638 Delta-V bei der Thrust-Weight-Ratio von 8,41, was immer noch völlig reicht zum Starten und Landen. Sehr schön. So, dann machen wir da oben noch. So, wie viel Gimbal haben die? Lass mich kurz gucken. Ja, 4 Grad. 4 Grad Gimbal-Range, Freunde. 4 Grad. Awesome. So, dann bauen wir hier oben noch einen Stöpsel drauf. Dann sieht das keiner, was wir da gefuscht haben. Oder man sieht es zumindest nicht so gut. So. Sehr schön. Guck mal. Gut, jetzt müssen wir noch die Räder anbauen vom Karibu Rover. Zack. Zack. Ist das schon richtig? Nee.
Was zur Hölle? Welche Richtung muss ich das jetzt gerade drehen? Ich fange mal mit einem frischen Rad an. So sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Hä? Warum will er es jetzt nicht? Ah! Komm her! Komm, put, put, put. Ne, sobald ich es attachen will, will er es nicht mehr. So, jawohl. Sehr schön. So. Will ich den lieber mal auf Kerbin testen? Vielleicht will ich das, vielleicht will ich das auch nicht. Also er kann auf jeden Fall nicht fliegen auf Kerbin, so viel kann ich euch schon mal sagen. So weit hänge ich mich schon mal aus dem Fenster. Wir können ihn hin und her fahren lassen, das war's dann aber auch schon. Ich weiß nicht, wie viel uns das bringt von der Testmasse her. Start retracted, Start retracted. Deploy shielded. Start retracted und Start retracted. So, das wäre dann quasi unser Minmus Supply Drop. Wie gesagt, die Sachen brauchen wir für all die lustigen Dinge, mit denen wir so, obwohl das Umstellen können wir später auch so machen, ne? Na, es reicht erstmal. Können wir mal noch was hinschieben? Ich brauche eine dicke Rakete, um 60 Tonnen hochzubekommen. Das ist wahr. Wobei ich keinen Sprit einrechnen muss für die Landung an sich. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist einmal ein Teil, was uns nach Minmus rüberschiebt. Und dort... Na komm, nicht ganz so klein. Wir wollen auch ankommen. Und dort abliefert. Zack. Ja, yeah. Enable Staging. Sieht er trotzdem nicht so. Disable Staging. Whatever. Warum stört ihn das jetzt so sehr? Disable Crossfeed. Aha, okay. Das wollte er haben. So, zack. So, die 1 hat 785 Delta V. Das heißt, das reicht, um uns in den Orbit einzubremsen zumindest. Solarpaneele sind dran. Die sind hier so. Genau, es ist schon da. So, dann brauchen wir vor allen Dingen ein dickes Autostrat in Richtung Root Part, damit das hier nicht zu Tode wackelt. Dann brauchen wir ein Decouple-Ding. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Payload-Fairing. Zack. Interstage-Nodes. Yes. Zack. Und da müssen wir diesmal ein bisschen breiter gehen. So. So, 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 so. Und dann brauchen wir eine Rakete dafür noch, die das Ganze in den Orbit schiebt und nach Minmus rüber verfrachtet. Dafür, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall nochmal für den Minmus-Transfer so rangehen. Das gibt uns dann nochmal 580 plus die bla ein bisschen, dann wird das schon grob hinhauen. So. Dann brauchen wir viel mehr Rakete. Zack, das hat dann 047, 800 Meter pro Sekunde. Das ist nicht besonders gigantisch. Ja, jetzt kommen die Probleme auf uns zu, das Riesengewicht darüber zu verfrachten. Da werden wir jetzt wohl ein bisschen übertreiben müssen, um das auch wirklich in die Luft zu bekommen. Aber es ist ja nicht so, als ob wir nicht genug Geld hätten. Ha! So. Immer noch Licht. Ja, Licht. Licht ist tatsächlich diskutabel. Erinnere mich da gleich nochmal dran. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich mein Teil verloren. Zu schnell, zu viel geklickt. So. Lass uns mal so tun. Ah,
RCS. Ich bin immer noch gegen RCS. Ich will mit dem Ding ehrlich gesagt auch gar nicht docken. Das ist okay. Zack. So. Schwupp. 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 So, und diesmal nehmen wir die großen Hammertriebwerke, weil wir müssen jetzt echt irgendwie vom Boden wegkommen. Und das wird sonst nicht so leicht. 165, das passt. So. Zack, 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 zack. Dann Leitwerk, damit wir nicht direkt nach dem Decoupling wegflippen. So, wo stehen wir jetzt? Zack, das ist das, das, das. Das, das. Fairing auf, das, das. Fertig. Das heißt, wir sind in Stage 3 auf dem Transfertriebwerk. Da haben wir 3120. Das ist deutlich zu wenig. Deutlich, deutlich zu wenig. Das Problem ist, dass er hier dann sehr wenig Trust Weight hat. Booster sitzen nicht gerade auf den Decouplern. Das stimmt. Nicht ganz gerade. Jetzt immer noch nicht. Jetzt sind sie sauber drauf. Das ist zu wenig. 3120. Damit komme ich nicht in Orbit hoch und mir fehlt auch noch was für einen Transfer. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch mal ein bisschen nachhelfen. Naja, aber was soll der Geiz? Wir kriegen ja viel Geld zurück. So, wir nehmen diesmal wirklich die großen Booster für die Geschichte ran. So, dann sind wir bei 3429. Das stimmt natürlich nicht ganz. Achso, shit. Ich weiß natürlich, woran es liegt. Wartet mal ganz kurz. 3850. Okay, wir müssen nicht ganz so große Booster nehmen. Alles wird gut. Ich bin ja nicht die ganze Zeit im vollen Atmospheric. Full Atmospheric. Jetzt unten alles asymmetrisch, bla bla. Es ist symmetrisch, es ist nur schräg. Das geht schon. Radial Decoupler, genau. So, wir nehmen uns noch mal ein bisschen was für einen Initialschub mit. Einfach, um uns noch ein bisschen anzufüttern am Anfang. Dann können wir uns ein bisschen Treibstoff sparen für den ersten Schwung. So, die nehmen wir aber auch nur auf 50% Schub mit. Zünden die zusammen mit den Haupttriebwerken. Dann kommen die weg, dann kommen die Teile weg, dann das. Jawohl. Okay, dann sind wir atmospheric am Anfang bei 169. Das heißt, wir müssen nicht. Wir können den Vollschub relativ schnell rausnehmen. Dann arbeiten die Booster für uns mit. Und wir haben 389 hinten raus. Da ich aber natürlich sparsam und vernünftig fliegen werde, wird das alles total gut funktionieren. Hoffe ich zumindest. Autostrutten. Das Autostrutten wir zum Rootpart hoch. Das hier Autostrutten wir auch zum Rootpart hoch, damit hier nichts in Schwingung kommt. Und auch das Autostrutten wir zum Rootpart. So. Startrampe kam noch dazu. Ground Pylon. Nö. Wir wollen solche Startdinger haben. Und Yannick, willkommen und viel Spaß beim Zugucken und natürlich auch. Herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So. Schwupp. Zack. Zack. Und wie gesagt, kleines Reaction Wheel ist dran. Jetzt kommen wir noch zu der Scheinwerfer-Thematik. Wir nehmen mal zwei davon. Mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir das in dieser radialen Nummer durchziehen. Genau, so passt das, ne? Jo. So. Oh, komm. Der lässt mich nicht höher. Echt nicht?
Das ist echt nicht nett von ihm. So, was ist denn, wenn ich hier mache? Ne. So. Zack. So, damit können wir die Umgebung ein bisschen beleuchten. Sehr schön. Dann haben wir auch ein bisschen Licht. Sehr schön. Gut. Ich glaube, wenn ich mich nicht total vertan habe, damit müssten wir... Nö, die Booster brauchen, glaube ich, keine Kappen. Also ich kann sie draufsetzen, aber das ist rein für die Ästhetik. Die werden nicht so lange mitfliegen, dass das groß relevant wird. Zack. Ich glaube, so können wir das machen. Ich würde jetzt noch eine Kurzreichweitenantenne ranklatschen für den Aufstieg, dass da keine Missverständnisse entstehen, während wir unterwegs sind. Gut. Scheinwerfer haben wir, Reaction Wheel haben wir, Strom haben wir, das Ding kann landen. Ja, da fällt mir jetzt eigentlich doch, ich weiß noch was ich gerne noch machen möchte. Autostrut zu ihrem Parent, Grandparent Part. Und die Dinger bitte auch Autostrutten zum Grandparent Part. So, dann flackern die uns nicht weg. Gut, damit haben wir den Supply Drop vorbereitet. Das wird der erste Schritt in Richtung Minmus Basis. Und bevor wir jetzt lange drum herum reden, starten wir den mal. Damit wir den da hinbekommen, ne? Wir wollen ja unsere Basis heute noch aufbauen. Also zumindest den Anfang der Basis mal. Und da wäre es natürlich spannend, wenn wir auch gleich ein paar Sachen vor Ort haben, die man so braucht. Und das wäre jetzt unser mobiles Warehouse dann im Prinzip. Oh, heute mal Nachtstart. Könnt ihr was sehen? Ja, ne? Das passt so laut meiner Übersicht. Ist das okayisch von der Helligkeit her? Ich kann es aber auch noch einen Ticken heller ziehen. So, das sollte okay sein für den Nachtstart. Gut, dann starten wir mal den etwas dickeren Ömmel hier in Richtung Orbit. 3-1 Risiko. Reicht die Batterie für das ganze System? Wahrscheinlich nicht, aber ist ja nur zum Hin- und Herfahren. Das Ding selber soll nichts machen. So, wir haben 2222 Electric Charge. Das wird schon funktionieren. Los geht's! So, das geht doch relativ flüssig vorwärts. Oh, irgendwas... Ah, scheiße. Fuck. Ich muss ein sauberes Control From kriegen. Nein, ich weiß nicht, wohin ich steuere. Nein. Gib mir den Docking Port. Gib mir den Docking Port. Komm schon, bevor du zu weit kippst. Komm schon. Gib mir den Docking Port. Bitte. Gib mir den Docking Port nicht, ne? Ah, ich hoffe, es passt halbwegs von der Richtung. Es ist jetzt echt nach Gefühl fliegen. Ich kann auch nicht wirklich steuern. Nose. Nix. Rest in peace. Wir sind nur in eine komische Richtung unterwegs. Ansonsten fliegt die Rakete relativ verlässlich. So. Ich muss an diesen blöden Dockingport rankommen, dann kann ich sie kontrollieren. Komm schon. Irgendwas anderes, was ich von hier kontrollieren kann. Control from here. Los. Gib mir irgendwas. Warum? Diese Scheiß. Ey. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass es flippen will. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte, außer mich zu ärgern. So, ich muss jetzt mal aufmachen, sonst habe ich gar keine Chance mehr, das zu retten. Autschi. So, hoffen wir, das war nicht zu schlimm. Oh, ist abgebrochen, ne? Ja, yep, ist abgebrochen. Okay, ich brauche... Das Problem ist, dass er sich den Probe Core als Steuerungseinheit genommen hat. Und ich es deshalb nicht kontrollieren konnte. Ich muss hier rüberkommen. Und ich muss vorm Start sagen, Control from here. Dann habe ich nämlich eine saubere Ausrichtung nach oben. Hier verteilt sich jetzt die Rakete. Das können wir auch direkt an dieser Stelle beenden. Ich muss...
ja, Abandoned Mission. Da ist nichts mehr zu retten. Ich muss oben die Kontrolle drin haben. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Frage ist, kriege ich das irgendwie auf dem Launchpad hin? Ja, auf dem Launchpad kann ich es probieren. Dann kann ich die Rakete notfalls wieder reinholen, wenn das eine scheiß Idee ist. Das waren jetzt natürlich ein paar 12 Zillionen Körbelfans, die ich im Klo runtergespült habe. Wahrscheinlich gar nicht wenig. Wie teuer war der Spaß? Das sollten wir nicht zu oft machen. Halten wir das mal so fest. So, gut. Also 400k im Klo runtergespült. Damit hat sich das mit. Damit ist die Minmus-Station schon mal kostenneutral gewesen. Genau, es ist keiner gestorben und ich weiß, was der Fehler war. Also von daher alles gut. Ich brauche jetzt nur halt einmal die Ruhe vor dem Start, um sauber die Kontrolle vom Dockingport aus zu übernehmen, dann passt das auch alles. Dann ist das alles gar nicht so wild. Das war einfach dieser radiale Dockingport, dieser radiale Probecore, der mich da. Komme ich da irgendwie ran? Komm schon. Aim Camera. So, jetzt kann ich ein bisschen feiner. Komm schon, gib mir doch bitte diesen Dockingport. Das kann doch so schwer nicht sein. Warum gibt er mir den nicht? Er will einfach nicht, ne? Weil das Fairing außenrum ist. Okay, das muss ich irgendwie anders machen. In Staging nehmen. Gute Idee, Proxy. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich Enable Staging mache, dann kann ich ihn tatsächlich direkt auswählen. Ein Tank kann nicht Control from Here sagen. Das ist so einfach nicht. Es kann nicht jedes Part Control from Here übernehmen. Der Probe Core sitzt seitlich drauf. Und dadurch kriegst du natürlich, also der sitzt weder im Center noch die richtige Richtung und damit kannst du die Rakete schlicht und ergreifend nicht steuern. Deshalb unbedingt was anderes zum Kontrollieren haben und tatsächlich einfach den Probe Core obendrauf ins Staging reinzunehmen. Zack. So, dann ist er oben im Staging. Save und Launch. Und damit müsste ich ihn über einen Rechtsklick im Staging einfach aktivieren können. Dann guckt mein Raketchen auch nach oben. Und ich müsste steuern können. Danach kann es dann zwar immer noch versagen, aber dann ist es irgendein Konzeptionsfehler in der Rakete. Da bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich glaube, dass die funktioniert. So, schauen wir mal. Zack. Control from here. Und jetzt gucken wir nämlich auch nach oben, so wie das sein soll. Schöne Idee. Gut, dann starten wir jetzt nochmal. Diesmal geht's auf meine Kappe, wenn ich es versaue. In diesem Sinne 3, 2, 1, Risiko. So, ich gehe sofort mit dem Schub ein bisschen zurück. Naja, nicht sofort, aber gleich. So, ganz leichte Ausrichtung nach Osten. So. Oh, und Kerbal Engineer hat sich auch noch verstellt, ne? Das ist nicht mehr auf Partless. Nein, so kann ich nicht arbeiten. Also 100 Meter pro Sekunde. Jetzt nehme ich Schub raus. So, lass ihn stabil bleiben. Und gebe ihm Prograde mit für einen sauberen Gravity Turn. So, ich muss nämlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu schnell werde. Ich habe nämlich vorne relativ viel Drag diesmal durch das breite Fairing. Das heißt, ich muss erst ein bisschen Höhe gewinnen. Das wäre jetzt natürlich total toll, wenn ich meine Aerodynamic Efficiency sehen könnte, dank Kerbal Engineer. Drecksding. Verdammt, der hat echt alles rausgenommen. Alles. So, ein bisschen schneller werden wollen wir trotzdem noch. Wir kommen ganz schön schnell runter mit der Nase. Ich hoffe, das flippt die nicht.
Ich sehe gar nichts, ne? Das ist echt ärgerlich. Wie viel Apo haben wir? 17. Das ist nicht viel. So. Gefährlich. Okay. Wir schieben uns hoch. Jetzt muss ich echt in dieser Ansicht hier fliegen, um zu erkennen, was ich da treibe. Wir verlieren gerade Zeit zur Apoapsis. Das ist tatsächlich gar nicht gut, aber ich hoffe, das baut sich jetzt ein bisschen auf. Durchs Leerpumpen. Dings, ich sehe leider auch nicht... ja, ich baue den Minicomputer natürlich nicht an normalerweise, weil ich Partless fliege. Aber durch das Updaten der Mods und so hat sich das Partless verabschiedet aus den Einstellungen. Und ich habe es im letzten Flug nicht gemerkt, weil ich einen Engineer mit dabei hatte. So, komm, nimm die Nase hoch. 28, 27, ich brauche... I need the Schub. And the Schub needs me. Oh, das könnte beschissen werden. Ich weiß leider nicht, also ich kann es halt ganz schlecht einschätzen. Es ist gerade so ein bisschen Fliegen nach Bauchgefühl. Ich glaube, ich halte die Apo gerade, aber ich verbrenne sehr viel Sprit gegen die Gravitation. Mir fehlen halt die gesamten Engineer-Informationen für den Flug gerade. Ja, ich verliere immer noch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Die nächste Stage ist allerdings nicht besonders Delta-V-lastig. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bald Höhe kriege, habe ich ein Problem. Dann kommt das Ding hier nämlich wieder runtergeflogen. Okay, jetzt baut er auf. Ich hoffe, das reicht noch, um uns ein bisschen den Arsch zu retten. Ich werde auf jeden Fall das... ich weiß nicht, werde ich das Fairing gleich wegschmeißen? Eigentlich schon, ich muss Gewicht sparen. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir uns noch ein bisschen Zeit erkaufen. Und Höhe. Mit der Stage, solange das noch irgendwie geht. So, ja, das wird tatsächlich sehr klar. Oh Gott. Und weiter geht's. So. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich kann im Moment nur so ein bisschen raten, wie viel Thrust Weight ich habe, anhand dessen, wie schnell ich mich der Apoapsis näher. Das ist nicht gut. Das ist tatsächlich relativ schnell rückläufig. Ich muss jetzt echt Höhe gewinnen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Das ist echt kacke. Ja, ich glaube, das wird auch nichts. Die ganzen Flugwinkel haben alle nicht gepasst. Das wird eine ziemlich knappe Kiste. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine 1er Thrust Weight habe. Und dadurch kriege ich nicht genug Schub aus der Kiste raus. Mal gucken. Mal gucken, ob ich sie noch gefangen bekomme. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, Schub aufzubauen. Ja, alle guten Dinge sind 3. Das ist echt ärgerlich jetzt, weil das hat mich dann fast 1 Million mittlerweile gekostet. Und ich habe auch nicht unbegrenzt viel Geld. Komm schon, zieh die Nase jetzt endlich hoch. Ich bin zu langsam, also ich habe zu wenig Schub. Viel zu wenig Schub. Komm, hoch damit. Also wenn ich es nicht vorm Fallen retten kann, dann habe ich ein Problem. Und ich denke, ich kann es nicht vorm Fallen retten. Ja. Fünf Sekunden, aber ich baue gerade nicht besonders viel Geschwindigkeit auf. Das. Also mit ein bisschen Glück kann ich es vielleicht noch in Orbit retten. Mit ein bisschen Glück. Aber das war's dann auch. Aber ich glaube nicht mal mehr, das wird reichen, weil ich schaffe es hier gerade so, mich zu halten. Als nächstes kommt halt so ein Effizienztriebwerk. Ich kann höchstens gucken, dass ich ihm hier Treibstoff gebe. Hä? Was ist los?
Warum gibt es ihm nichts? Transferieren tut er auch nicht. Oh, Kotz. Nee, transferiert den Sprit nicht. Ja, und jetzt stütze ich ab. Jetzt geht's einfach stumpf abwärts. So, wie viel fehlt mir noch? 600 und ein bisschen. Ja, scheiße. Also ich stürze jetzt auf jeden Fall ab. Wir können noch probieren, ein relativ schnelles Umbasteln zu machen. So. Decouple Node, aber das wird nicht reichen. Ich habe nicht. Nee, ich habe nur 04er. Control from here. Prograde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Anschauen und los geht's. Ach du Scheiße. Ja, okay, da ist eh noch. Ah, da ist noch ein ganz anderes Designproblem drin. Er kann sich nicht halten. Na. Oh, das ist echt eine unnötige halbe Million. Eine echt unnötige halbe Million. Das hätte ich mir sparen können. Und der scheint auch nicht im. Warum liegt der nicht im Gleichgewicht? Das müsste doch aber eigentlich haben. Shit, ich kriege ihn auch nicht sauber gedreht. Warum dreht's ihn weg? Das finde ich relativ faszinierend, dass es ihn so dreht. Weil die Dinger sind. Die Dinger sind im Gleichgewicht. Ja, aber warum brauche ich mehr SRS? Das frage ich mich gerade, weil eigentlich sind das vier Triebwerke mit einem sauber gebalanced. Und das ganze System funktioniert so nicht. Das war jetzt echt ganz viel verschwendete Zeit und ganz viel verschwendetes Geld am Ende des Tages. Aber schön, haben wir es jetzt hier rausgefunden, nicht am Nimbus. So, ab damit in die Atmosphäre. Ah, hat sogar den Wiedereintritt überlebt, immerhin. Ja, das kann ich rollen. Doch, die Antriebe haben Gimbal. So, soviel zu dem Thema. Einmal erledigt. Space Center. Gut, ich würde sagen, wir fangen das mal lieber wieder ein bisschen klassischer an. Das war jetzt so gar nichts irgendwie. Das Ding kann ich mir später nochmal angucken. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle reinspielen. Also auf Safe die Basis aufbauen. Ich würde sagen, da machen wir erstmal was, womit ich mich auskenne. Nämlich eine kleine Basis rüberschicken, die vier Köbels versorgen kann. Und ja, ich stelle auf jeden Fall jetzt erstmal Partless beim Köbel Engineer ein, weil das war ein bisschen ärgerlich gerade. Da hat mich das Update ein wenig gefoppt. Gut, aber jetzt, wie gesagt, erstmal Schadensbegrenzung, Auftrag erledigen. So. Partless, Dankeschön. Wieder auf Compact zurück und wir machen eine neue Basis auf oder neue Basisteile. Wo fangen wir diesmal an? Ich habe geotechnisch immer noch erstmal nur das Scout Landing Module. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Scout Landing Module beginnen, weil wir nicht so viele andere Optionen haben. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen uns tatsächlich ein Copula Module. Einfach weil es schick aussieht für so eine Basis für einen Anfang. Und da werden wir uns einen Container drunter packen, in dem wir wohnen können. Denn wir haben ja nur zu erfüllen, dass wir erstmal Strom erzeugen und vier Kerbals da parken können. Das ist ein relativ simpler Anfang. Und den nehmen wir erstmal rein.
als unseren Startpunkt, nenne ich es jetzt mal, bevor wir uns um irgendwelchen anderen Mist kümmern. Das wird unsere Basis. Also wirklich der allererste Starting Point. Minmus Base Alpha. So. So geht das los. Zum allerersten. Und wir werden uns hier zwei kleine Stromerzeugungsmöglichkeiten wahrscheinlich geben. Warte mal, wie viel Torque hat das Ding? Okay, das hat Torque. Das ist schön. Dann können wir damit schon mal arbeiten. So. Wie lange mache ich heute? Bis 21 Uhr, also noch circa ein Stündchen. Und man kann jeglichen Treibstoff herstellen. Ich glaube, mit den erweiterten Mods sogar Xenon theoretisch. Normalerweise kannst du halt Liquid Fuel, Oxidizer und Monopropellant herstellen. Genau. So, hier unten die Sachen lasse ich erstmal frei. Ich überlege tatsächlich, ob wir hier nicht so ein Basis-Anker-Hub mit reinnehmen, damit wir... Ha, das geht. Es ist auch direkt voll dann. Super. Dann können wir uns hier hinten noch irgendwo ein Safe anbauen. Indem wir ein wenig Werkzeug einlagern. Für den Anfang. Zack. Zack. Ach, da fällt mir gerade ein, Live-Support wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Und wir nehmen noch ein bisschen Live-Support mit, damit wir nicht verhungern müssen auf unserem kleinen Planeten. Jo, 2,5 klingt vernünftig für den Anfang. So, das wäre dann unser erstes Basissegment. Jetzt ist schon wieder ein bisschen hoch geworden, ne? Das mit dem Live-Support finde ich nicht so richtig gut. Ich mache es irgendwie anders hin. Unten drunter ist auch doof. Die kleinen Supplies sind natürlich auch ein bisschen ätzend. Maximum 11 Tage. Das ist ein bisschen dünn. Ja, wir müssen Live-Support mitnehmen. Bleibt mir im Moment nichts anderes übrig, als den da drunter zu klatschen. Ist aber ein bisschen schade. So, dann nehmen wir noch eine Leiter mit, damit wir da auch wieder reinkommen. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Versorgung. Leiter. So. Das sieht gut aus. Dann kommt man da erstmal rein. So, dann müssen wir noch Strom erzeugen. Ich würde sagen, da bietet sich ja hier oben ehrlich gesagt für an. Denn die meiste Zeit wird Strom ja wahrscheinlich von oben heran transferiert werden. Könnten wir noch ein bisschen weiter gehen. Gucken, ob wir es wirklich komplett zuhacken können, ohne die Tür zu versperren. Nee, das kriegen wir nicht hin. Ist das gut? Bin mir nicht sicher. Das ist nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Weil wir dann nicht mehr zur Tür rauskommen. Also noch einmal weniger. So. Ja, ich glaube, für den Anfang reicht das erstmal als kleine Basisstation. So, damit können wir dann wahrscheinlich unsere Habitation betreiben. Wir haben 4200 Stromeinheiten, mit denen wir erstmal arbeiten können. Das ist nicht super gut, aber es ist ein Anfang.